Und was war das jetzt? Keine Ahnung. Oh ja, genau, lässt was fallen, gerade wo ich durchdasche. puh. Karte. Genau, wir müssen weiter runter. Muss ja hier irgendwo, wollte gerade sagen, einen Weg nach rechts kommen. Oh mein Gott, stimmt, die explodieren ja. Und geben ihnen den zweifachen Schaden. Ach hier. So. Und nun? Nun bin ich richtig. Hier ist das nicht ganz so wild. Okay, passt. Ist doch hier jetzt irgendwo. Ja, ein Stück hier noch. Da ist es. Nee, du bist es auch nicht. Aber was bist du denn? Ah, du hast ihn kaputt gemacht. Ich gab dir diesen Talisman als Geschenk. Du hast ihn kaputt gemacht. Närrischer kleiner Teufel. Ekelhaft. Entschuldige dich. Frage nett und ich werde ihn für dich reparieren. Gib mir Gear und ich repariere ihn für dich. Aha. Dann machen wir mal. Du bist schwach, oder? Ah, er wird dich stärker machen, deine Feinde und allen anderen auch. Werden dich und alle anderen auch werden dich endlich fürchten. Egal, nehmen wir mit. Bist so gierig. Einkaufen? Nee, kann ich nicht. Gut. Okay, das war der. Also nicht der Schmied. Alter, wo ist denn der Schmied? Ich weiß das echt nicht. Ach, Leute, Leute, Leute. Der Schmied war aber nicht so weit entfernt. Der muss irgendwo in der Nähe sein. Ich bin schon fast am Überlegen, ob der beim Station der Königin irgendwo war. Ach, das ist auch nicht richtig. Wir haben jetzt hier noch einen Weg, der nach links geht. Wir könnten uns diesen halt höchstens noch mal kurz rauspicken. Okay, da komme ich ja gar nicht erst hin. Joa. Alles klar. Nee, komme ich nicht hin. Kann ich machen, was ich will. Puh. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin dort. Ja, dann müsste ich jetzt wieder nach oben. Meine Güte, ja. Kommst du nicht mal in Ruhe durch hier? Ja, weil so eine fetten Viecher hier unbedingt im Wege sein müssen. Gott, der hält ja mehr als einen Schlag aus. So. Ja. Müsste ich ja theoretisch nach einem grünen Weg. Ich bin jetzt erstmal hier unten. Ich gehe jetzt so. Ich habe jetzt beschlossen, ich gehe jetzt einfach nach oben. Dann gehe ich da die Ene. Kreuzung oder halt diesen einen Weg gehe ich dann nach links, weil diesen scheinen wir auch noch nicht so wirklich. Ja. Oh mein Gott! Der sprintet ja auf ihn zu. Hier war das. In die Richtung wollte ich. Oh mein Gott, jetzt werde ich wieder abgekratzt. Uiuiui. So, denn hier, wenn wir hier raus durchgehen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! GG, das Teil wurde vernichtet.
Oh, weg mit dir. Oh mein Gott. Jetzt habe ich gerade gedacht, das Teil explodiert noch, aber nee. Zum Glück nicht. Es ruft irgendwie so eine kleine Viecher auf, was es hier natürlich gerade nicht macht. Oh, ein Raubi. Damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet, dass hier noch ein Raubi war. Aber gut zu wissen. Gut, dann hätten wir das hier auch abgeschlossen. So, was wir jetzt machen könnten, wäre da oben links noch wieder hin. War ich hier noch nicht oder bin ich irgendwie bekloppt, dass ich hier noch nichts eingesammelt habe? Also, das ist ja die Härte gerade. Au, 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 au. So, jetzt muss ich mal gucken. Ja, jetzt weiter nach oben noch. Knapp. Ne, hier. Jetzt sind wir richtig. Kurz heilen. Jawohl. Mistkrücke. Ach, deswegen bin ich hier wahrscheinlich nicht hin. Oh. Genau, das ist jetzt neues Gebiet hier. Okay, da geht es nirgendwo hin. Nicht wundern, dass ich gerade von da oben nach rechts runter bin, weil die Plattform hier, die sah mir jetzt so aus, als wäre halt da nichts, wo man eigentlich hinspringen könnte, sollte, müsste. Jetzt habe ich gerade gedacht, ich gehe kaputt. Oh, Gott sei Dank nicht. So, dann müsste ja hier der wieder. Nee. Hä? Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Oh, shit. Ja. Da wusste ich jetzt. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ja, da wusste ich jetzt leider nicht, wie ich bei Grimmschlund ausweichen sollte. Das war so ein bisschen gerade. Bäm, Überforderung. Pur gerade für mich. Auf jeden Fall müssen wir mal schauen, das war jetzt dort. Ja. Erstmal wieder hinkommen, wo der Typ überhaupt war. Ich habe gedacht, das war bloß so ein einfaches Vieh erst, das wieder so spucken tut, aber dann als unten da. Ja. Der Name aufgetaucht ist. Das war nichts Gutes. Das war sowas von nichts Gutes, ja. Doch hab ich ein bisschen aufs Maul gekriegt, ne? Tschüss. So, einmal hier. Ja, hier muss ich durch. Und links lang. Oh, war das knapp. War das knapp. Leck mich. Oh. Oh.
Nimm mir Ruhe. Weg da. Komm, eins noch. Heilen. Danke. Aber jetzt wird es wieder schwierig. Hui. Das Dumme ist, ich hätte erst zur Bank gehen sollen, rechts da. Leviosa. Das wäre vielleicht besser gekommen. Okay. Gehen wir erstmal hier links lang. Ich möchte das nämlich gerne noch mal kurz erkunden. Bevor wir da Grimmschlund oder wie er machen. Wie er hieß, machen. Ich habe schon gedacht, das ist wieder was anderes. Aber schön, dass es bloß ein Gefäß ist. So langsam kriege ich ein bisschen Hunger. Ich könnte mal was essen. Hui. Oh. Nice, Geo. Gut, das hätten wir erledigt. Auf geht's zu Grimmschlund oder wie der hieß. Aua. Ja, genau. Oh mein Gott. Oh. Ah, Mann, ich... Diese Scheißkante hier, ne? Einfach nicht durch teilweise. Wieder. Oh, wir haben ihn. Easy. Von wegen. Ja, war auch wieder so speziell, das Teil. Puh, wieder ein weiteres Maskenfragment. Okay. So, und was haben wir jetzt hier? Ah, jetzt kommen wir hier raus. Ah, okay. Gut, nö, dann hier mal bitte lang. Wo ist die Bank? Die Bank ist ins Höher. Ich möchte gerne dort mich mal kurz ausruhen wollen. Bank. Hin zurück noch. War da eine Bank? Wo ist die denn? Ah, hier. Der Ahnhügel. Kokon, zuhören. Ist das ein Kokon? Nee, ne? Ich tue jetzt hier einfach mal ein bisschen was auseinandernehmen und so weiter, weil ich glaube, das habe ich noch nicht gemacht alles. Nach oben? Ah, guck mal, was wir hier haben. Ein Bäumele. Das ist natürlich geil. Okay.
Nee, also hier war ich, glaube ich, noch nicht. Sonst hätte ich das wahrscheinlich schon mal gesehen gehabt. Oh mein Gott! Okay. Ach so, hier geht's nach oben. Ja, natürlich geht's nach oben. Ich meine jetzt, dass da eine Barriere war. Die habe ich gerade nicht so wirklich für voll genommen. Hä, hat das gerade geleckt? Sah so aus, ne? Hä? Ach so. Dich habe ich natürlich jetzt nicht für voll genommen. Egal. Haben wir? Ja, wir haben alles. Oh, wir sind bei 110. Ne? Theoretisch könnten wir jetzt da wieder zurückgehen, wo diejenige Kreatur, sage ich jetzt mal dazu, wollte, dass wir ja, das schaffen. Ich spüre neue Kraft, die von dir ausgeht. Eine, die den Boden unter den Füßen zersplittern wird. Sehr nützlich, wenn man noch tiefer nach unten gelangen möchte. Mein Onkel dritten Grades besaß ähnliche Fähigkeiten. Dazu hatte er auch noch ein sehr hitziges Temperament. Ohoho, was für eine schreckliche Kombination. Das stimmt allerdings. Wo ist denn dieser Scheißnagelschmied? Oh Mann, ey. Theoretisch müsste ich ja gucken. Okay, da komme ich nicht mehr lang. Theoretisch müsste ich ja schauen, dass ich mir meine alten Folgen noch mal angucke. Weil ich bin der Meinung, ich habe irgendwo eingetragen als Titel Nagelschmied. Bin ich zumindest fast der Meinung. Ach Mann, ey. Wo gehen wir denn jetzt mal hin hier? Ich wollte eigentlich hier, ne, zu dem Träumer. Aber dadurch, dass wir jetzt ja diese 100 Essenzen haben, würde ich schon gerne gerne woanders hin. Und zwar zu diesem, na, warte mal, da war was. Sah für mich so zumindest danach aus. Ja. Oh. Ja, hierhin wollte ich. Ich habe nämlich gesehen, dass das da irgendwie brüchig war. Und da habe ich mir gesagt, na komm, probierst es mal aus. Vielleicht klappt es ja. Und wie man sehen kann, es hat funktioniert. Geht es hier rechts auch noch lang? Ja, oh! Oho, oho. Alles klar, dann machen wir das gleich noch mit. Ich bin so der Meinung, was man jetzt hier, wenn man diese Kugeln sammelt, aber frage ich mich gerade allerdings, ob man lieber nicht irgendwie in eine andere, ein anderes Gebiet abdriften sollte. Alter, die Dinger machen mir gerade ein bisschen Sorgen hier. Oh, oh shit, du explodierst ja. So. Gut, das hat man.
Und tschüss. So. Zack, ab nach oben. Ja. Pff, wie machen wir es denn jetzt? Ach komm, wir gehen mal jetzt einfach in die Richtung hier. So, jetzt muss ich bloß nochmal schauen, wie das Ding da hieß. Ewige Ruhestätte, alles klar. Huch. Versteckte Station. War ich in einer versteckten Station nochmal? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, in einer versteckten war ich das letzte Mal, glaube ich, drin gewesen. Das war, wenn ich mich jetzt halt speichern. Das war, wenn ich mich nicht irre, in der Stadt der Tränen, ne? Ah ja, doch, das ist hier. Gott sei Dank habe ich mir das wenigstens gemerkt. Ah, Trea, du bist zurückgekehrt. Lass mich einen Blick auf deinen Traumnagel werfen. Hm, du hast schon eine Essenz gesammelt. Schnelle Arbeit. Du hast ein Händchen für vieles, nicht wahr? Kein Wunder, dass die Träumer dich in diesen alten Traum begraben wollten. Vielleicht haben sie Angst vor dir. Oder vielleicht sehnten sie sich nach deiner Gesellschaft, da sie auch Gefangene sind. Wie dem auch sei, du hast immer noch einen weiten Weg vor dir. Nimm dieses alte Schmuckstück als Ermunterung und kehre zurück, wenn du 200 Essenz gesammelt hast. Geil. Oh, wieder ein Siegel? Müsste man ja wieder abgeben. Hier komme ich nicht durch, aber da geht es auf jeden Fall irgendwie rein. Bestimmt, wenn ich irgendwie alle 100 Bäume irgendwie so gesammelt habe. Das würde mich zumindest nicht wundern. Die versteckte Station genau ist da unten. Das war der Verkäufer, das war der Raupenopa. Der Schmied muss angezeigt werden. Könnte das der Schmied gewesen sein? Durchaus möglich. Wir gehen mal in die Stadt der Tränen, weil ich habe so ein dummes Gefühl, dass das hier unten in der Mitte der Schmied sein könnte.